Moin zusammen und weiter geht's mit Return to Nungreem. Und ich hatte. Ich bin so doof. Ich habe ja nach den Bauplänen geschaut und so weiter und dann halt auch im Journal nochmal geguckt. Oder halt bei meinen Dokumenten, bei sonstiges. Ein Brief vom Schmied. Bilderin, so sehr ich deinen Einfallsreichtum auch schätzen mag, einen Steinschluss mit Sinn zu verschweißen, ist keine dauerhafte Lösung. Das Ding ist wieder in zwei Teile zu brauchen. Kaum habe ich es vom Tisch aufgehoben. Merke. Achte auf die Details und du wirst feststellen, welche Materialien du verwenden kannst. Was den Steinschlüssel mit den goldenen Gravierungen betrifft, ich schätze, das sollte jetzt klar sein, oder? Ich vermute, den müssen wir mit Gold wieder zusammensetzen. Und ich habe mich gewundert, warum kann ich hier aus der Kiste nichts mehr aufnehmen. Und es liegt wahrscheinlich an meinem Inventar. So, Inventar, Ressourcen. Guck mal, wir schmeißen jetzt einfach mal ein bisschen Kupfer ab. Noch Eisenbarren. Und dann schaue ich jetzt nochmal, dass ich mir hier Türstil, guck mal, und schwupp. So einfach kann es sein manchmal. So, schmieden. Genau. Den Schlüssel, die Schlüsselfragmente hatte ich mir schon reingesetzt. Dann nochmal ein bisschen. Guck mal, kann ich mir nicht mitnehmen, weil ich voll bin. Inventar. Ressourcen. So, schmeißen wir ein bisschen weg. So, 10 mal Gold. Ich dachte, die Temperatur sieht soweit noch okay aus. So, und hier setzen wir jetzt mal Gold mit rein. Abfallklumpen. Eisen. Resultat ist bekannt. Stimmt, das hatte ich schon ausprobiert. Hatte ich es auch ausprobiert. Abfallklumpen. Okay, pass auf. Dann nehmen wir das mal raus. Was brauchte ich jetzt für die Axt? Ich hatte doch einfach Gabel, Becher, Löffel. Alle? Okay, jetzt setze ich mir meinen Bauplan nicht mehr an. Baupläne, da, Kampfaxt. Wir brauchen jetzt einmal Bronze und einmal Stahl noch. Okay, holen wir uns noch einmal Bronze hier raus. Hör auf. Was wollen wir denn hier? Bronze haben wir hier gar nicht, ne? Ah, Mann. Items, Ressourcen, gut. Kupfer brauche ich wahrscheinlich. Ach du Gott. Platin jetzt, Platin, Gold, Schwarz, Eichenholz. So, Kupfererz. Probieren wir es mal, Bronze einzuschmelzen. So, Kupfererz und Golderz. Altmetall. Kupfererz. Auch Altmetall. Dokumente, leichte Kampfaxt, einmal Holz, fünfmal Eisen, einmal Bronze. Krieg ich Bronze her. Dokumente, warte mal. Bücher, Kunst des Schmelzens. So, das war so ein Vorwort hier. So, Kapitel 2. Legierung. Ja, zum Beispiel ist die Bronzelegierung bei den Zwergenschmieden sehr beliebt, um schöne Ornamente auf Waffen und Schilden herzustellen. Bronzelegierung besteht aus 3 Teilen Kupfer und 1 Teil Zinn. Okay, 3 Kupfer, 1 Zinn. Wir haben jetzt Ressourcen. Kupfer, Zinn brauche ich dann jetzt. Drei Teilen Kupfer, 1 Teil Zinn. So.
Okay, so, zack. 3 Kupfer, 1 Zinn. Na endlich, Bronze. Neuer Bauplan. Gott. Eisen brauche ich noch einmal. Ressourcen. Kann ich nicht Kram wieder in die Kiste packen? Das war Türstil. Bronze, Türstil, ein Eisen und einmal Holz war das noch, ne? So, 8-mal Eisen eingesammelt. Okay, jetzt aber. Das wieder anfeuern. So, das muss nochmal wieder raus. So, wie war das jetzt? Dokumente, Baupläne, leichte Kampfaxt. Ja, guck mal, haben alles. Holz, Eisen, Bronze, Türstil. Holz. Eisen, Bronze, Bürste. Und? Könnte noch nützlich werden. Leichte Kampfaxen, endlich. Kehre zur Mine zurück, steig weiter die Mine herab. Ja, ich würde sagen, die anderen Ressourcen hier. Schmeiß ich hier wieder ab. So, Erfolgsschuppen kann weg. Kupfererz. Das ich auch hier. So, den Rest nehme ich mit. Kehre zur Mine zurück. Gut. Die wollen wir auf jeden Fall ausrüsten jetzt. Rostige Axt. Leichte Kampfaxt. Rechts. Links. Okay, zurück zur Mine. Ne, warte mal. Inventar. Ablegen. Ablegen. Wo war das denn mit kombinieren? Schlüsselteil. Das probieren wir nochmal. Das war Schmiede. Irgendwie eingestürzt oder? Items, zack, zack, Ressourcen. Zweimal Gold. Dachte ich's mir. Ah, gucke mal. Schlüssel wieder zusammengesetzt, ja geilisch. Okay, Quests. Nebenquests haben wir keine. Untersuche die Minen, da waren wir soweit durch, kehre zur Mine zurück. So, Kupfer. Ist mein Holz auch wieder raus? Nee, ne? Egal, brennt dann aus hier. So, das war die Schmiede, ne? Ja. Da hatten wir das Skriptorium, da war ich auch durch. Mine. Da geht's wieder nach draußen. Da war hinten, genau, hier war noch eine Tür zu. Das Tor ist zu. Okay, ich gehe nochmal die Treppe hoch. Vielleicht haben wir mit dem goldenen Schlüssel jetzt die Möglichkeit, oben reinzukommen. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Schade. Das Tor ist zu. Hier runter ohne zu sterben. Abkürzen.
Das Tor ist zu. Ach, schade. Okay. Ich dachte, auf der Rückseite kann ich vielleicht raus. Und da kam ich dann rein in die Mine. Und ich Idiot, ne? Und ich frage mich so, warum kann ich nicht mehr auf die Kiste zugreifen? Da wäre ein Pop-up cool gewesen, das dann sagt, von wegen, du, dein Inventar ist voll, du kannst gerade nichts mehr aufnehmen. Okay, neue Quest, tiefer in die Minen. Ich habe eine Waffe geschmiedet und mich ausgerüstet. Ich bin bereit herauszufinden, was dort auf mich wartet. Na, ich weiß ja noch nicht. Folge dem Minenschacht. Dem hier bestimmt nicht. Okay, raus hier. Oh, warte mal, hier ist noch ein Fass. Super, Zwergenmünzen wieder gefunden. Ja, tschüss, mein Freund. Er macht Pause. Erreiche das Fallgitter. Okay, ich dachte, da liegt was. Hat nur Licht durchgeschimmert. Ja, mit dem Schmieden fand ich ein bisschen tricky am Anfang. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Add and disclaimer here. Bei den Bärten des alten... Oh, das war doch ein Schatten. Okay, das Ende des spielbaren Teasers von Return to Nengrim für die diesjährige Gamescon. Wenn du in Zukunft mehr vom Spiel sehen möchtest, bewirb dich für die Spielergilde im Arafin-Discord und trag dich in die Mailingliste ein. Und falls dir Tal'Doran wohlgesonnen ist, wirst du vielleicht in die Gilde aufgenommen. Okay. Ja, und hier wird es dann weitergehen. Oh. Oh, Bauchklatscher. Er ist auf jeden Fall ausbaufähig. Gefällt mir aber ganz cool. Ganz gut bis jetzt. Gefällt mir ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Ich finde das Spiel ganz cool bis jetzt. Und bin gespannt, was da noch so kommt. Würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Break wieder. Ja, mit dem Spiel, wie gesagt, ne, da ist ein bisschen tricky am Anfang, wenn man nicht weiß, wie das so funktioniert. Man muss auf jeden Fall genau lesen. Und ja, wie gesagt, für eine Einführung war schon ganz gut. Freue mich auf mehr. Ich weiß gar nicht, wann Release ist, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Fall für die Wunschliste. Dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.